Im November erscheinen so viele tolle Spiele für die Konsolen, dass wir uns gar nicht groß mit Vorreden aufhalten und direkt mit der Monatsvorschau starten. Auf geht's! There are some top-grade talent in town who's ready to make history. But this is the next level. Go on. Der November beginnt mit Vollgas. Das Reboot der Need for Speed-Serie soll ein auf die Wünsche der Fans abgestimmtes Arcade-Racing-Erlebnis bieten. Die offene Spielwelt, packende Story und umfangreiche Tuning-Optionen sollen nur einige Features sein. Ob EA und Ghost Games diese Versprechen halten können oder die Geschichte nicht doch eher peinlich wird und die Always-Online-Funktion dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung macht, erfahrt ihr ab dem 5. November. What kind of crew are you running with these days, huh? Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neural-Interface. Mit Call of Duty Black Ops 3 erscheint eine weitere Inkarnation des alljährlichen Shooters und der spielt mal wieder in der Zukunft. Mit der Koop-Kampagne und dem aus den Vorgängern bereits beliebten Zombie-Modus möchte Treyarch dieses Jahr aber ein paar Akzente setzen. Spieler, die sich den Shooter für PlayStation 3 und Xbox 360 kaufen wollen, sollten jedoch aufpassen. Die Last-Gen-Variante beinhaltet nämlich nur den Multiplayer-Modus und das zum Vollpreis. Wie es hier aussieht. Mit Chibi-Robo bringt Nintendo am 6. November eine Figur der GameCube-Ära zurück. Der titelgebende Roboter schlägt sich diesmal durch einen Plattformer und setzt dabei sein Stromkabel als Peitsche ein. In Nordamerika erschien das Spiel bereits letzten Monat und heimste nicht gerade berauschende Kritiken ein. Wer jedoch auf Amiibos steht, kann trotzdem zugreifen, da eine sehr schöne Figur des Protagonisten der Retail-Version des Spiels beiliegt. Zombie Vikings schickt bis zu 4 Spieler auf ein tödlich lustiges Koop-Abenteuer. Der Brawler erscheint am 6. November als Retail-Version für die PS4 in der Ragnarök Edition. Diese enthält 5 zusätzliche Arenen, 2 weitere spielbare Charaktere sowie ein digitales Artbook. Die Geschichte des witzigen Prüglers stammt von Zack Winersmith, dem Erfinder der beliebten SMBC-Comics. Wow, this smile is... Persona 4 Dancing All Night ist ein Tanzspiel mit Story. Ja, sowas soll es geben. Zeitlich spielt es nach den Ereignissen aus dem Prügelspiel-Spin-off Persona 4 Arena Ultimax. Die Helden, die man auch schon aus dem Hauptteil der Serie kennt, sind auf der Suche nach einer Popgruppe, die in eine Parallelwelt entführt wurde. Dort können sie sich nur noch mit einem gegen die ansässigen Schattenwesen wehren, coolen Tanzmoves. Basierend auf der kultverdächtigen Cartoon-Serie Adventure Time erscheint am 6. November das zum Namen passende Adventure. Nach klassischer Genre-Manier benutzt man Gegenstände miteinander, unter anderem auch den Begleiter Jake, um in der Geschichte weiter voranzukommen. Fans des Cartoons kommen bestimmt auf ihre Kosten, da die Entwickler versprechen, dass man durch das Spiel eine ganz persönliche Adventure Time-Episode erleben kann. And Jake the dog. Yeah, cool. Let's spy on people. Auf das Endzeit-Rollenspiel Fallout 4 warten Fans seit Jahren. Und am 10. November 2015 ist es endlich soweit. Vollvertonung des Helden, eine riesige Spielwelt rund um Boston, unzählige Quests und harte Entscheidungen. Wir gehen davon aus, dass Konsolenfans sich auf einen echten Hochkaräter im Rollenspielgenre freuen dürfen. You! You see that laser musket on the ground? Grab it and head inside. I've got a group trapped in here. I walk through frozen sands, through flames of burning lands. 2013 rebootete Publisher Square Enix mit Tomb Raider die Abenteuer der weltweit bekannten und beliebten Archäologin Lara Croft und setzt das Rezept einer erwachsenen, düsteren Lara in Rise of the Tomb Raider fort. Das grafisch exzellente Actionspiel ist aber vorerst nur für Besitzer einer Xbox One erhältlich. Die dürfen sich aber auf ein richtiges Spektakel freuen. Was?
Anime-Fans, aufgepasst! Das Rollenspiel Sword Art Online Lost Song erscheint am 13. November für PS4 und PS Vita und basiert auf dem Virtual Reality Online-Rollenspiel Alfheim Online. Es wartet sowohl mit neuen als auch mit bekannten Charakteren und Umgebungen auf. Neben zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten sollen erstmals Luftkämpfe geboten werden. Für die Wii U erscheint am gleichen Tag Rodia The Sky Soldier. In dem Actionspiel geht's um Prinzessin Cecilia und ihren Roboterfreund Rodea, die in einer Fantasy-Welt aufregende Bossschlachten erleben. Auch hier stehen Luftkämpfe auf dem Programm, zudem müssen verschiedene Rätsel geknackt werden. Mit The Crew Wild Run wird das Rennspiel um Motorräder, Dragsters, Monster Trucks und Driftfahrzeuge ergänzt. Aber auch in Sachen Effekte hat der DLC einiges zu bieten. Dynamische Wettereffekte, erweiterte Tiefenschärfe und andere Schmankerl. Die Erweiterung zu The Crew erscheint für PC, Xbox One und natürlich auch PS4. Es ist unvermeidbar. Wir werden die Zerstörung der Allianz und das Ende dieser unbedeutenden Rebellion miterleben. Am 19. November ist Star Wars Time. Dann nämlich erscheint der Arena-Shooter Star Wars Battlefront aus dem Hause DICE und Electronic Arts. Anhand einer groß angelegten Beta konnten sich viele Spieler bereits im Oktober ein Bild vom Spiel machen. Im November gibt es dann das volle Paket sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One. Rund einen Monat vor der Premiere des neuen Star Wars Films. Let me guess, you're in a very precarious position. Einen Tag später, am 20. November, endet die Geschichte der Telltale-Adventure-Reihe zu Game of Thrones mit der Veröffentlichung der letzten Episode. Ganz wie in der populären TV-Serie haben Entscheidungen weitreichende Konsequenzen, inklusive den einen oder anderen überraschenden Tod eines liebgewonnenen Charakters. Wer die Telltale-Geschichten lieber am Stück spielt, hat nun die Gelegenheit dazu. It's very important you see what comes of disobedience. Screw this! Let's torch this mother! Moment, Deadpool, ist das nicht längst erschienen? Ist es auch, nämlich 2013. Nun gibt's eine Neuauflage des Actionspiels mit dem markanten Marvel-Superhelden für Xbox One und PlayStation 4 inklusive aller erschienenen DLCs. Passt ja gut zum Kinofilm, der für 2016 in der Mache ist. Deadpool überzeugte vor allem durch seinen Humor, war aber auch grafisch und spielerisch keinesfalls ein schlechtes Spiel. Spiel, Satz, Sieg. Mario Tennis Ultra Smash dreht die Regeln des Ballsports durch die typische Mario-Mangel, sodass auf den Plätzen kein Auge trocken bleibt. Einfach ein paar Megapilze eingeschmissen, dann klappt das auch mit den Aufschlagsass bei Charakteren wie Mario, Luigi, Toad, Peach, Bowser, Wario und Co. Aber Vorsicht, das Action-Tennis-Spiel hat einen hohen Suchtfaktor. Bloodborne The Old Hunters ist der erste Erweiterungs-DLC für From Softwares atmosphärisches Horrorspiel Bloodborne. Das anspruchsvolle Download-Paket der Dark Souls-Macher erweitert Bloodborne ab dem 24. November um neue Gebiete, Waffen, Items und Kostüme. In Yakuza 5, das voraussichtlich ebenfalls im November erscheinen soll, geht es abermals um die japanische Mafia-Organisation, Verbrechen und jede Menge Action im GTA-Stil. Eigentlich ist das Action-Adventure ein ziemlich alter Hut. In Japan erschien es bereits vor 3 Jahren. Schuld war ein Übersetzungsfehler, der das Team eben um diese Zeit zurückwarf. Immerhin soll Yakuza 5 mit sämtlichen DLCs erscheinen. Das ist fair. Und damit sind wir am Ende der November-Vorschau. Ein Monat voller toller Spiele steht an. Haben wir einen Titel vergessen? Wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback.